Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt einigermaßen stabil. Ich habe eben ein bisschen Probleme gehabt, weil irgendwo die Verbindung öfter mal zusammengebrochen ist oder keine Ahnung. Vielleicht ist Twitch auch nicht so angetan davon, dass ich lizenzkostenfreie Musik spiele, die nicht in der Twitch Library ist. Oder irgendwie sowas. Theoretisch sollte ich jetzt zu sehen und zu hören sein. Naja, schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Ich stehe gerade auf einem Parkplatz irgendwo in der Nähe von Köln, auf den Weg nach Reims in Frankreich. Mit ein paar Gleisketten. Wir haben noch ungefähr 400, 450 Kilometer vor uns. Und zur Abwechslung ist es mal wieder dunkel. Aber das macht nichts, das können wir mit Fernlicht illuminieren. Mit ein bisschen Glück ist das jetzt das letzte Mal, die letzte Fracht, die ich für das Alles ist möglich, hieß das Achievement, glaube ich, für das muss man 30 verschiedene Frachttypen transportieren. Nehmen wir mal vorsichtshalber die mittlere Spur hier, denn die rechte endet wahrscheinlich gleich. Geht's ja ab. Das kann sein, dass mein Stream heute ein paar Mal aussteigt, zusammenbricht oder anfängt in wilde Klötzchenarien auszubrechen oder solche Sachen. Meine Internetverbindung ist heute nicht sehr stabil. Danke Telekom. Das ist der Nachteil, wenn man so wie ich draußen auf dem Land lebt und relativ weit von der Vermittlungsstelle weg ist. Da wird einem DSL mit 16 Megabit verkauft, aber es kommen nur 12 an. Und von denen kann man mit Glück 8 nutzen. Ich habe ein bisschen was am Ton geändert. Der Ton vom Spiel sollte jetzt insgesamt lauter sein, sodass... da haben wir schon ein Steam Achievement. Ich weiß nicht, ob das auf dem Stream zu sehen ist. Aber anscheinend habe ich es geschafft, mehr als 450.000 Euro am Tag zu verdienen im Schnitt. Das ist doch auch was. Ich wollte irgendwas zu DSL-Verbindungen sagen und jetzt habe ich es vergessen. Egal, da komme ich vielleicht noch mal wieder drauf. Wir haben ja auch den merkwürdigen Effekt, dass sobald es stärker regnet oder stürmt, sofort das Internet ausfällt und dann auch wegbleibt, bis es dann wieder trocken ist. Ist ein bisschen wie Satellitenfernsehen, nur dass es keine logische Erklärung dafür gibt. Hier fahren wir dann mal von der Autobahn runter. Ich habe schon wieder fast 5 Millionen auf der hohen Kante. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Garage irgendwo kaufen. Den überholen wir. Denn eigentlich müsste die Straße hier zweispurig weitergehen. Das tut sie. Wunderbar. Ja, so wie es aussieht, bricht der Stream dann
durchaus öfter mal zusammen heute. Was ja sehr ärgerlich ist. Aber daran kann ich nicht viel ändern. Ich habe unser Modem-Router-Kombinationsgerät schon neu gestartet. Und ein bisschen was an Tests, so mit Bandbreiten zu verschiedenen Servern und so weiter gemacht. Aber das hat nicht viel geholfen. Das ist leider die Qualität, mit der ich jetzt leben muss. Das bedeutet dann auch, dass die Video-on-Demands, die Twitch speichert, in lauter kleine Stückchen zerhackt werden. Und naja, wollen wir nicht meckern. Der Service von Twitch ist für mich kostenlos, das ist sehr angenehm. Wobei die natürlich dann Geld damit verdienen, dass ich meine Zeit hier aufwende und vor mich hin erzähle und die dann hin und wieder mal ein bisschen Werbung einschalten. Zumindest denke ich, dass sie das machen. Ich hoffe, das ist für den Leon, der derzeit mein einziger Follower ist und vermutlich E-Mails kriegt, wenn ich anfange zu streamen, nicht fürchterlich nervig, dass er jetzt alle paar Minuten eine E-Mail kriegt, weil mein Stream mal wieder zusammengeklappt ist und dann wieder anfängt. Versuche gerade, während ich mich hier durch diese Kurven schlänge, mit der anderen Hand, ich habe hier ein kleines Android-Tablet, auf dem die Twitch abläuft, damit ich sehen kann, ob mein Stream auch im Internet ankommt und aus dem Internet wieder rauskommt. Und das schaltet sich natürlich ab. Jetzt ist es wieder da. Gut, dann kann ich mich wieder aufs Fahren konzentrieren. Das ist eigentlich so die typische Situation, in der man ein bisschen überreagiert oder nicht genau hinguckt und dann einen kapitalen Schaden an Maschine oder Fracht riskiert. Es ist eigentlich, wenn man sich die... Da ist so eine Situation, die auf den Schildern nicht richtig dargestellt war. Den Schildern nach hätten zwei Spuren geradeaus gehen müssen. Stattdessen biegt die rechte Spur hier von der Autobahn ab. Und genau das ist der Grund, warum ich aus Gewohnheit üblicherweise ganz links fahre. Denn die Spur wird normalerweise nicht zu einer anderen Straße. Ich habe eigentlich vor, mich, nachdem ich das hier abgeliefert habe, mich so langsam in Richtung Hamburg aufzumachen. Da ist meine Zentrale, meine Heimatbasis. Da stehen auch noch zwei, drei unbenutzte LKW rum. So. Mein Stream sollte theoretisch wieder online sein. Es ist für mich ein bisschen schwer abzuschätzen, weil die verschiedenen Anzeigen, die ich hier habe, alle verschiedene Verzögerungen haben. Und ich deswegen nicht genau einschätzen kann, welche ist auf welchem Teil zu sehen oder nicht zu sehen. Da ist mal ein Übergang. Und Glück gehabt, der schließt sich erst hinter mir. Ja, Stream ist wieder online.
Großartig. Ich denke mal, ich werde das heute dann ein bisschen abkürzen und nur diese Fracht hier abliefern. Das passiert gleich in ein paar Minuten. Und dann den Sonntag Sonntag sein lassen. Vielleicht probiere ich aus, wie es funktioniert, wenn ich statt zu streamen das Ganze aufzeichne. Das wäre dann hinterher logischerweise nicht auf Twitch, sondern auf YouTube zu finden. YouTube.com/Foriander ist auch in meinem Twitch-Profil als Link hinterlegt. Da lege ich auch Archive von all meinen Streams hin, denn Twitch selber speichert die nur für eine begrenzte Zeit. Wobei ich noch nicht genau herausgefunden habe, wie genau begrenzt diese Zeit ist, ob es da um 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate geht. Wenn ich dann tatsächlich das Ganze hier aufnehmen und auf YouTube stellen sollte, dauert es natürlich ein bisschen länger, weil die Bearbeitungszeit und das Hochladen eine ganze Ecke länger dauern, was hier alles in Echtzeit passiert. Das geht dann natürlich nicht. Das ist eigentlich fahrerisch eine ganz interessante Strecke hier. Ein bisschen Serpentinen, den Berg rauf und runter. Hat man ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur auf der Gra Autobahn geradeaus zu rollen. Wenn nur der leidige Verkehr nicht wäre. Aber das ist kein großes Problem. Wir haben noch reichlich Zeit, um unsere Fracht abzuliefern. Nicht mehr diese ganzen. Der und der ist im Level aufgestiegen, Texte da rechts unten, so lese. Da müsste ich doch glatt mal nachgucken, wie es mit meinen Fahrern so aussieht, wer von denen vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Na, dieser Autotransporter geht mir langsam aber doch ein bisschen auf die Nerven. Riskieren wir es einfach mal. Im Zweifelsfall führt das jetzt zu einem Totalschaden. Nein, kein entgegenkommender Verkehr. Glück gehabt. Ah, das schaffen wir noch. Bevor die Schranken zugehen. Wunderbar. Das wurde auch langsam Zeit, dass ich mit meinen Eskapaden hier mal vernünftig den und 3% Frachtschaden auch noch. 12% am LKW, 3% an der Fracht. Das war völliger Unfug gerade. Total unnütz. Aber das passt eigentlich zur Gesamtsituation heute. Das Internet hakelt. Der LKW hakelt sich an Brücken fest. Naja, ein Positives gibt's, die Sonne geht gleich auf. Wir haben noch 60 Kilometer bis zum Ziel.
sollte eigentlich möglich sein, ohne noch mehr Schäden anzukommen. Ich habe es vor einiger Zeit mal geschafft, während der Fahrt zu niesen und dabei den... das war ein bisschen überenthusiastisch. Zu niesen und dabei dann schwungvoll den Analogstick zu bewegen und bin dann mit Tempo 90 ungebremst in die Wand gefahren. Das war auch eine Fracht, mit der ich dann schlussendlich eigentlich überhaupt kein Geld mehr verdient habe. Aber naja, Unfälle passieren. Es wäre langweilig, wenn das in dem Spiel nicht passieren würde. Es gibt ein Spiel, das ich wahrscheinlich irgendwann mal streamen werde, wenn ich den Emulator zu laufen kriege. Das ist Gran Turismo 2. Eins meiner Lieblingsrennspiele von der PlayStation 1. Ich habe zwar noch eine alte PlayStation 1 hier stehen, die mit viel Überredungskunst auch noch in der Lage ist, ein Spiel zu starten. Das CD-Laufwerk ist mittlerweile fürchterlich ausgeleiert und produziert Lesefehler ohne Ende. Aber es gibt ja ganz gute, brauchbare Emulatoren, mit denen man dann die PlayStation-Spiele auch auf dem Rechner laufen lassen kann. Und eigentlich müsste das dann auch funktionieren, die dann zu streamen oder aufzuzeichnen. Und das ist ein Spiel, in dem es überhaupt kein Schadenmodell gibt. Das Einzige, was überhaupt irgendwelchen Schaden nimmt, ist, wenn man die Ausdauerrennen fährt. Die sind dann so 2 Stunden lang. Und da muss man dann hin und wieder mal die Reifen wechseln. Alles andere am Fahrzeug bleibt, egal wie schwer man in die Fahrbahnbegrenzung oder andere Fahrzeuge einschlägt, völlig unbeschadet. Das kann man ganz gut nutzen. Wenn ich dann mich in Kurven einbremse oder so, benutze ich gerne die anderen Fahrzeuge als Bande. Wenn man ein bisschen zu schnell ist und die leicht seitlich touchiert, schafft man es meistens, dass man dann schneller vom Crash wieder wegkommt als die. Und kann dann ein paar Plätze damit gut machen. Das wäre dann auch so ein Spiel, was ich wahrscheinlich komplett von Anfang an spielen würde. Von 0 bis 100%. Das hat netterweise auch eine Prozentmarkierung. Wobei das dann wahrscheinlich mehrere Wochen dauern wird, bis ich das erreicht habe. Anscheinend hat mein Geschimpfe was gefruchtet. Der Stream scheint jetzt stabil zu sein. Zumindest hält er bis jetzt durch. Da bin ich ein bisschen zu weit über die Markierung hinaus. Die sind zwar normalerweise recht großzügig, was das Einparken angeht, aber so großzügig kann man doch nicht. Dann machen wir uns ein bisschen einfacher, fahren wir einfach ganz nach hinten raus.
und packen vorwärts an. Zur Abwechslung ja auch alles. Das sollte dann eigentlich vernünftig passen. Vielleicht doch ein bisschen zu schräg. Jetzt ist er aber wirklich kleinkrämerisch hier mit seiner Ausrichtung. Vorne. So, geht doch. Ja, da haben wir das Achievement. Alles ist möglich. 30 verschiedene Frachtarten. Und sogar noch ein Level dazu gekriegt. Das war doch mal produktiv. Ich linse jetzt gerade mit einem Auge auf das Tablet, um zu gucken, ob das Steam-Overlay zu sehen ist. Nein, ist es nicht. Gut, dann müsst ihr mir halt einfach glauben, dass ich gerade das Achievement gekriegt habe. Jetzt machen wir uns zuallererst mal auf die Suche nach einer Werkstatt. Denn jetzt so bei 10%, spätestens bei 15% fangen die ersten spürbaren Macken an. Da hört man dann das Knirschen im Getriebe, zwischendurch geht mal der Motor aus. Lauter Sachen, die man während der Fahrt überhaupt nicht gebrauchen kann. Außerdem haben wir noch ein paar Stunden Zeit, bis die nächste Zwangsruhepause fällig ist. Das heißt, ich kann dann auch mal eben auf die Karte gucken und schauen, ob es hier in der Gegend was gibt. Das ist doch nett. Die Strecke hier runter könnten wir gelb machen. Da kommen wir nämlich sonst sowieso nie wieder dran vorbei. Und dann fahren wir rechts rum. Na, weiß was auch noch. Und da ist auch noch entweder eine Arbeitsagentur oder ein LKW-Händler, den wir noch nicht entdeckt haben. Das klingt nach einem guten Plan. Dann bleibt nur zu hoffen, dass ich mir den Weg auch merken kann, ohne eine GPS-Markierung zu setzen. Aber zweimal abbiegen, das sollte zu schaffen sein. Diese Vegetation hier, naja, mal abgesehen von den Nadelbäumen da hinten, aber eigentlich sieht es ein bisschen mehr nach Südfrankreich aus. Und so richtig im Süden sind wir eigentlich nicht. Okay, das ist keine Ansicht, in der ich lange fahren kann. Schlechte Idee.
Das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich eigentlich gerne überholen möchte, weil die NPC-Fahrer hier doch sehr vorsichtig sind und sehr langsam. Aber die Reparatur wird so schon ziemlich teuer. Sonnenblumen. Jede Menge Sonnenblumen. Jetzt nutzen wir das aber. Ebenes Gelände. Man kann einigermaßen weit vorausschauen. Keine Lust mehr hinter euch festzusitzen. Wobei ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Diese Kurven hier sind, glaube ich, nicht dazu gedacht, dass man so schnell fährt. Da ist anscheinend noch ein Bauernhof. Den besuchen wir mal eben kurz, weil wir sonst wahrscheinlich auch nie wieder hier vorbeikommen. Das passt. Naja, oder der bremst. So geht's auch. Was bei diesen Bauernhöfen faszinierend ist, wie unglaublich laut die Viecher sind, sobald man den Kopf aus dem Fenster steckt. Ha, Vorführeffekt. Keine Viecher hier. Haben die Soundfiles geändert? Muss ich gerade nochmal nachgucken, wie es sich hier anhört. Die haben Rinder oder Pferde. Und nicht die Hühner, die man normalerweise gackern hört. Na gut, dann muss ich das auf einem anderen Bauernhof zeigen, wie laut die sind. Aber so wie es aussieht, bin ich jetzt wieder online. Das ist ein bisschen irritierend. Ich weiß nicht, ob das ein Problem auf meiner Seite ist oder ob das ein Problem mit der Twitch-Infrastruktur ist. Aber das hemmt doch den Spaß an der Sache ganz gewaltig. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. In welche Richtung ging es nach Rams? Straßburg wollen wir nicht hin. Metz, Straßburg. Gucken wir auf die Karte. Das wäre die erste Abfahrt gewesen. Dann machen wir hier mal. Na, verkehrsaufhaltende Wende. Der bremst. Gut. Ups, Mini. Kann man schon ein bisschen hören. Der LKW ist beim Beschleunigen ziemlich unwillig und abgehackt. Anscheinend haben sich die 12% Schaden schon auf Motor und Getriebe ausgewirkt. Bergab geht's natürlich.
So. Dann werde ich, denke ich, ich habe keinen genauen Überblick, wie lange ich jetzt genau dabei bin zu streamen und wie viel von dem Stream angekommen ist. Ich werde jetzt noch die Stadtreise hier abhaken, die Garage kaufen und die Straßen abfahren, sodass sie auf der Karte als entdeckt angezeigt wird. Und ich denke, dann werde ich Schluss machen für heute und hoffen, dass morgen das Internet bessere Laune hat. Kannstein. Einmal Generalüberholung bitte. Und dann schauen wir mal, ob wir einigermaßen effizient um die Ecken kommen, ohne viele Wege doppelt abfahren zu müssen. Das kann doch wohl nie angehen. Fahr wenigstens weiter, wenn du dich schon so dusselig in den Weg stellst. Ja, ich meine, es war wahrscheinlich meine Schuld. Nicht rechtzeitig bremsen. Da sind wieder zwei von diesen grauen Flächen, auf denen eigentlich nichts weiter zu sehen ist. Eins davon wird wahrscheinlich eine Bushaltestelle sein. Eigentlich kann ich auch einfach aus dem Fenster gucken, um zu sehen, was es ist. Vielleicht haben die Leute von SCS ja noch was im Ärmel. Na, das ist eine Spedition. Eine, die. Oh, praktisch. Da ist gleich die ganze Fläche gelb geworden. Hallo Leon. Schön, dass du auch da bist. Da fahre ich doch gleich mal zur Feier gegen die Wand. Ich bin heute irgendwie nicht so. Na, nicht so koordiniert beim Autofahren anscheinend. Was natürlich auch der optimale Zeitpunkt ist, um so ein bisschen die engen Seitenstraßen in der französischen Kleinstadt zu erkunden. Was eigentlich auch fehlt bei den Garagen, die man hier so hat, wenn man die ausbaut auf große Garage, dass sie 5 Plätze hat, dann kriegt sie eine eigene Tankstelle. Aber was sie nicht kriegt, ist eine eigene Werkstatt. Ich kann mir eigentlich keine Spedition, kein Fuhrunternehmen vorstellen, was zumindest ein bisschen was an Reparaturen und Wartung selber macht auf dem eigenen Gelände. Dränge ich mich mal rein.
Yep, Dankeschön. Nicht Dankeschön. Es ist irgendwie nicht sehr nett, wenn man stehen bleibt und anzeigt, dass man Vorfahrt gewährt, dann plötzlich doch noch loszufahren. Blöd, Mann. Eine Sache, die mir gefällt, ist, wie hier die kleine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt für Fußgänger oder Radfahrer ist, die tiefer gesetzte Ampel. Es ist eigentlich sehr angenehm, weil man im ersten Fahrzeug eine Ampel, die eigentliche Ampel, überhaupt nicht sehen kann. Da kenne ich auch im echten Leben einige Stellen, die so fürchterlich positioniert sind, dass man eigentlich immer nur raten kann, ob man jetzt rot oder grün hat. Das ist in England, in Großbritannien noch besser. Da sind an der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung Ampeln angebracht, sodass man nicht fürchterlich den Hals verrenken muss, um die Ampel, die über einem hängt, sehen zu können, sondern einfach geradeaus gucken kann. Das sollten wir hier auch einführen. Da bin ich sehr dafür. Eine weitere Garage. Wenn ich denn den Punkt finde, auf dem man sie kaufen kann, da ist er. Ja, die möchte ich kaufen. Dieser Vorbeiflug, der jedes Mal beim Garagenkaufen oder Garagenvergrößern gemacht wird, ist extrem nervig, wenn man das über das Menü macht und dann ein halbes Dutzend Garagen von klein auf groß umrüstet oder so. Das kostet einfach fürchterlich viel Zeit. Und die sehen alle gleich aus. Ich meine, es reicht wirklich, wenn man da einmal dran vorbeigeflogen wird. Was ist hier eigentlich so viel Verkehr auf dem Samstagmorgen, kurz vor 8? Seid ihr alle dabei, Frühstücksbrötchen zu kaufen? Oder Frühstücksbaguette? Einmal Stoppschild überfahren, 180 Euro und 3 Punkte. Das ist praktisch, Dankeschön. Und bei denen hier nehmen wir uns einfach mal das Recht. Ein bisschen drängeln bringt normalerweise die anderen Fahrer dazu, na, den nicht, einen reinzulassen. Es gibt hier einfach manchmal so Stellen, wo so viel Verkehr ist und so viel. Aha, okay, da war offensichtlich eine Radarfalle. Da muss man sich dann einfach reindrängeln und drauf hoffen, dass die anderen schon anhalten. Ungefähr so. Wobei die einem nicht immer den Gefallen tun. Da kann man auch zügig der Werkstatt neue Aufträge verschaffen.
Hotelparkplatz. Das muss auch eine sehr erfolgreiche Hotelkette sein. Die haben in jedem Ort, in fast jedem Ort, eins von diesen Hotels. Vielleicht spezialisiert auf Industriegebiete oder so. Rechts ist frei, links ist nicht frei. Dann schieben wir uns hier einfach mal ganz frech dazwischen. Und zum Abschluss brauchen wir noch eine Reparatur vorweg. 2%, naja, damit können wir leben. Zum Abschluss stelle ich den LKW nochmal eben in die Garage. Und dann denke ich, lasse ich es für heute gut sein, denn meine Internetverbindung scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Und dann ist das ganze Stream irgendwie sinnlos. Eigentlich hätte ich gedacht, dass so ein PKW ein bisschen besseres Beschleunigungsvermögen hat. Was wir aber vorher noch, bevor ich ganz aufgebe für heute, machen können, ist einfach mal durch die Fahrer gucken, schauen, wie deren Fortschritt so ist. Eigentlich nicht danach aus, ob hier das hier einer irgendwelche besondere Aufmerksamkeit braucht. Es ist schon seltsam, wie unterschiedlich diese Skillpoints bei den Fahrern da aufaddieren oder auch manchmal nicht aufaddieren. Hochwertige Fracht. Das wäre jetzt eigentlich endlich eine Gelegenheit gewesen, zu sehen, was passiert, wenn man das nicht umstellt. Das Problem ist natürlich, dass ich mir wahrscheinlich nicht merken kann, dass ich das bei Lukas gemacht habe. Also setzen wir den auch mal auf zerbrechlich. Ist mit Just in Time fertig. Dann setzen wir die mal abwechselnd auf hochwertig und zerbrechlich. Ich habe gerade eine neue Arbeitsagentur entdeckt, das heißt, ich könnte vielleicht auch ein paar neue Fahrer einstellen. Die Liste, die man kriegt, ist doch irgendwann sehr mager. Na, es sieht so aus, als ob die eigentlich alle ganz gut versorgt sind hier. Hier unten müssten dann irgendwann meine neuesten Fahrer langsam kommen, die allesamt auf ausgeglichen stehen.
die verteilen dann über alle Skills ihre dazu gewonnenen Punkte. Ich habe doch einiges an Fahrern mehr als ich dachte. Habe ich tatsächlich 75 Leute? Da habe ich ja ganz schön fleißig eingestellt. Gut. Vielleicht ein bisschen kürzer heute. Das gleicht sich dann irgendwann wieder aus, wenn ich ein bisschen mehr Enthusiasmus, ein bisschen mehr vernünftige Internetleitung habe. Dann machen wir es ein bisschen länger. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.